Hallo Leute, Takeo hier. Wir machen weiter mit der lebendigen Geschichte von Guild Wars 2. Im letzten Teil haben wir das Finale gespielt von Verschlungene Pfade. Kaith hat das Drachenei geklaut, der Meister des Friedens ist gestorben. Und ja, jetzt sind wir hier im Blassen Baum. Im Blassen Baum, nicht ganz, im Hain. Wir gehen zum Blassen Baum, so rum. Und wir haben wieder Post bekommen. Und zwar von heilkundigen Aine bezüglich eurer Anfrage. Oder ich weiß nicht ganz, wie man das ausspricht. Aine? Eine? Weiß ich nicht. Kommandeur Takeo Drachenfluch, wir haben eure Anfrage, mit dem Blassen Baum sprechen zu dürfen, erhalten. Sie hat klare Momente, doch diese sind unvorhersehbar und werden von langen Abschnitten der Bewusstlosigkeit unterbrochen. Bitte kommt, wann es euch angenehm ist. Aber ihr müsst warten, bis sie erwacht. Heilkundigen Aine des Hains. Und ja, wir fragen jetzt mal den Blassen Baum, sofern sie denn bei Bewusstsein ist, Ich habe viel gesehen. warum Kaith jetzt das Drachenei geklaut hat. Nicht, dass sie jetzt einfach so einen auf Renegade for Life macht. Und ja, Marjorie? Mordremos hat schon zu viele Opfer gefordert. Glaubt ihr, der blasse Baum wird sich erholen? Unsere Mutter ist zäh. Doch was genau die Mordrem mit ihr gemacht haben, wissen wir nicht. Nur, dass ihr Geist betroffen ist. Mal ist sie bei Bewusstsein, mal nicht. Doch sie sagte, sie konnte den Traum vor dem Angriff schützen. Aber zu welchem Preis? Das ist die Frage. Marjorie. Okay. Hallo, ich habe mit einer der Silvari gesprochen und sie sagte, der blasse Baum könne jederzeit aufwachen. Ich bin froh, dass ihr es rechtzeitig geschafft habt. Sie haben versprochen, uns Bescheid zu geben, wenn sie erwacht. Wo ist Kaschmir? Sie blieb im Lager der Standhaftigkeit, um den Start vorzubereiten, so wie Rox und Braham. Timmy sagte, sie würde zurück zur Schule gehen, aber bei diesem Kind weiß man nie. Gut, wir werden diesen Besuch so schnell wie möglich hinter uns bringen. Seid ihr schon aufgeregt, dem Blassen Baum zu erzählen, was ihr über das Ei wisst? Ja, das bin ich. Vielleicht kann sie uns dabei helfen, Kate zu finden. Das wollen wir hoffen. Ich weiß, dass ihr sie schnellstmöglich finden wollt. Habt ihr etwas auf dem Herzen, Jory? Ihr seid so still. Ich kann es wohl einfach nicht verstehen, wieso dieses Ei so wichtig sein soll. Wie soll uns ein Ei helfen, Mordremos zu erledigen? Der Pakt ist zum Aufbrechen bereit. Ohne uns. Ich weiß, dass es euch wichtig ist, Mordremos zu töten. Er hat meine Schwester getötet. Ich muss euch darum bitten, mir zu vertrauen. Mordremos ist eine Schlacht in einem größeren Krieg. Und ihr seid euch sicher, dass uns dieses Ei helfen wird, den Krieg zu gewinnen? Na schön, Boss. Zählt auf mich. Ich benötige eure Unterstützung, Jory. Eure Freundschaft. Ich danke euch. Ah, da kommt was. Hoffentlich was Gutes. Kommt. Sie ist jetzt wach. Aber wir können nie sagen, wie lange. Folgt mir, bitte. Wie spricht man ihren Namen aus? Sieht nicht sehr gut aus. Mutter, hier ist der Kommandeur des Pakts, der dich sehen wollte. Gut. Ich hatte gehofft, ihr kommt bald. Die Vision. Ja. Konntet ihr damit Fortschritte erzielen? Ich glaube schon, ich habe das Ei gefunden, aber was für eine Erleichterung. Vielleicht habt ihr Tyria damit gerettet. Die Schlacht ist noch lange nicht geschlagen, aber wenn ihr das Ei nicht gefunden und beschützt hättet, wäre sie vorbei gewesen, bevor sie begonnen hätte. Also, Kaith verwahrt das Ei. Wir versuchen sie zu finden. Kaith hat das Ei? Wieso? Ihr seid derjenige, der darauf aufpassen sollte, nicht Kaith. Darum habe ich eu auch euch die Vision geschenkt. Ich weiß, aber aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, ist sie damit fortgelaufen. Oh, nun, dann müsst ihr sie finden. Ich kann dabei helfen, aber meine Macht ist in dieser Hinsicht begrenzt. Was können wir tun? Wenn ihr vielleicht mehr über ihre Vergangenheit wüsstet, ich kann euch Erinnerungssaat geben. Diese Samen werden es euch ermöglichen, ihre Erinnerungen nach Orten, die ihr wichtig sind, zu durchsuchen. Oh, Weidmanns Dank. Aine, bitte gebt Takeo Drachenfluch 4 Erinnerungssamen. Sie werden euch Zugang zu einem Teil von Kaiths Geschichte ermöglichen. In diesen Gedanken werdet ihr vielleicht etwas finden, das euch zu ihr führen könnte. Und wie benutze ich sie? Aine wird sie euch erklären. Ich bin so müde. Sie verfügt über alles Wissen, was ihr braucht.
eine, wenn ihr so freundlich wärt. Vielen herzlichen Dank. Pflanzt den ersten Samen hier im Hain. Hier sind Kays Wurzeln. Fragt mich, wenn ihr weitere Fragen über sie habt. Ja, okay. Und wo genau soll ich ihn pflanzen? Ach, das werde ich sie wahrscheinlich fragen können. Bewahrt die Erinnerung, sagt, an einen sicheren, trockenen Ort auf. Sie wird sprießen, wenn ihr die richtigen Orte zum Pflanzen findet. Und wie benutze ich sie? Die Saat ist magisch darauf abgestimmt, euer Vorhaben zu erahnen. Wenn ihr an Kaith denkt, wird euch eure Intuition an einen Ort führen, der Kaith wichtig war. Wenn ihr den richtigen Ort gefunden habt, dann pflanzt ihr einen Samen. Und was passiert danach? Ihr werdet eine von Kaiths Erinnerungen durch ihre Augen sehen. Ihr werdet euch fühlen, als ob ihr die Kontrolle habt, doch ihr werdet Kaith sein. Wichtige Ereignisse werden so ausgehen, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Und woher stammt diese Saat? Sie kommt von unserer Mutter. Sie sind hochgradig magisch und können durch euren Willen gesteuert werden, sodass sie euch Gedanken, die einen bestimmten Ort innewohne, zeigen. Allerdings müsst ihr euch auf dieses Ziel fokussieren. Okay, und sie ermöglicht es mir, die Gedanken anderer Leute zu sehen? Ereignisse hinterlassen ihre Spuren in der Magie, die sie umgibt. Emotionale Ereignisse können lange Zeit überdauern. Die Saat wird euch zu ihnen führen. Funktioniert das auch mit Erinnerungen von irgendwelchen Leuten? Nein, nur bei Silvari. Sie sind an Traumagie gebunden, was weit über meinen Verstand hinausgeht. Danke, blasser Baum, und danke eine. Ich werde dieses Geschenk nicht verschwenden. Okay. Ja, dann suchen wir mal die Nähe. Ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass es die Tafel von Ventari ist hier. Ja. Dann pflanzen wir mal hier eine Saat, wenn ich denn hier richtig hinkomme. Wow. Nicht schlecht. Oh, bitte, Traherne. Ihr werdet jetzt doch nicht über den Worten eines längst verstorbenen Zentauren brüten. Ich weiß, was ihr von Ventaris Tafel haltet, aber mir erscheint sie weise. Zieht ihr auch andere Ansichten in Erwägung? Die Köpfe der neuen Pflänzchen mit nur einer zu füllen, ist unverantwortlich. Ventaris Maximen helfen ihnen, etwas aus sich zu machen, meine Liebe. Alle fühlenden Wesen haben diesen Drang. Genau. Etwas aus sich zu machen. Und nicht nur zu versuchen, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Okay, Faulein. Kaith, können wir einen Moment reden? Ich war schon lange kein Silvari mehr. Irgendwie ein lustiges Gefühl. Ja, Faulein, was gibt's? Nach der Versammlung heute nehmen wir Wynn beiseite. Sie muss uns sagen, worüber sie mit Mutter gesprochen hat. Steigert euch nicht hinein. Ihr wisst, wie wir Nachtblüten mit Geheimnissen sind. Es ist wichtig, Kaith. Sie weiß etwas, das für alle Silvari von Belang sein könnte. Das ist keine Bagatelle. Ihr tut so sicher. Ihr kennt doch nur einen Gesprächsfetzen. Aus dem Zusammenhang gerissen. Ich bin sicher. Los jetzt, wir kommen zu spät zur Versammlung. Okay. Brauche ich Waffen? Das ist gerade so meine andere Frage, die ich habe. Ach, Faulein. Die Ältesten kommen zusammen. Was meint ihr, gibt es zu besprechen? Ich denke, sie sind über unser Erwachen genauso überrascht wie wir. Meint ihr, sie wollen uns loswerden? Sag doch nicht sowas. Ich habe nochmal versucht, mit Kiara zu reden. Im Ernst? Warum lasst ihr sie nicht einfach in Ruhe? Sie will alleine sein. Über 2 Jahre. So lange waren die anderen hier ganz allein. Nur die 12. Das erklärt, warum sie so innig miteinander sind. Ich wäre gern eine von ihnen. Die Ältesten folgen ohne zu denken. Diese Tafel ist eine Farce. Sie klammern sich daran, weil sie ihnen sagt, was sie tun sollen. Aber wir haben unseren eigenen Kopf. Wir schlucken nicht jede alte Lehre. Wir sind besser als das. Uh-oh. Können wir morgen Nacht über die Tafel sprechen?
Mitternacht. Ich werde kommen. Es wird gut tun, sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Albtraumhof incoming. Ich danke euch fürs Kommen. Thema heute sind unsere Neuerwachten und wie man sie unterstützen kann. Ihr redet von Unterstützung, meint aber Formen. Ihr möchtet sie alle zu eurer kleinen Version eines guten Silvari machen. Nein. Wir als Erstgeborene tragen die Verantwortung für diese Zweitgeborenen. Den Neuerwachten, nennen wir sie nicht Zweitgeborene, könnte unser Wissen um Ventaris Maximen nützen. Oh, bitte. Ich wäre gern eine Fliege an der Wand. Das ist Zeitverschwendung. Die Neuerwachten müssen nicht verhätschelt werden. Wir haben niemanden gebraucht, der uns die Hand gehalten oder uns mit ungeprüften Philosophien indoktriniert hat. Oh mein Gott, wo ist mein Wörterbuch? Aber sie sind nicht wie wir. Vielleicht hat Vin recht. Vielleicht sollten wir, wenn wir überhaupt etwas tun, dann sollten wir sie dazu ermutigen, selbstständig zu denken und zu handeln. Davon abgesehen sollte man Vin nicht trauen. Sie verheimlicht etwas. Das stimmt, sie hält tatsächlich irgendwas geheim. Falls Vin etwas Wichtiges weiß, wird sie es uns sagen, aber lasst uns bitte nicht vom Thema abschweifen. Wir reden hier über die Zweitgeborenen. Wir nennen sie jetzt also offiziell Zweitgeborene? Das ist eine schreckliche Bezeichnung für sie, Traherne. Und so vertiefen wir offiziell den Graben zwischen ihnen und uns. Wir sind alle nur Silvari. Wir sind trotzdem zuerst erwacht. Oh. Schaut mich nicht so an, Wynn. Ihr wisst, ich habe recht. Was euer Geheimnis auch ist, ich kriege es raus. Ich habe kein Geheimnis. Ihr wisst alles, was ich weiß. Lügt doch nicht. Ich habe euch mit Mutter flüstern hören. Ich hörte euch sagen, da sei etwas, das unsagbare Macht über alle Silvari verleihen könne. Wovon war die Rede? Ich muss los. Ich reise in ein Zentaurenrefugium in der Silberwüste, um über Ventari zu forschen. Wir reden später, Faulein. Aha. Ihr Ältesten, ich habe verheerende Neuigkeiten. Bitte, hört mich an. Okay. Och, das sieht so aus wie mein erster Silvari. Ha, cool. Holt erstmal tief Luft, Schößling. Warum so eilig? Kleine, koboldartige Kreaturen. Wir wollten nur hinter Mutters Wurzeln schauen. Da tauchten sie aus dem Nichts auf. Vermutlich Asura. Malomedis hatte eine Begegnung mit ihnen vor kurzer Zeit. Hat Glück, dass er noch lebt. Wo sind sie hin? Sie brachten sie nach Nordwesten in den Wald. Ich bin ein Stück gefolgt, aber dann wollte ich lieber Hilfe holen. Sie sagten, sie wollten zurück nach Metrika, ehe ich ihre Spur verlor. Cave, Faulein, ihr kennt die Wildnis am besten. Könntet ihr die Gegend auskundschaften? Die Zweitgeborenen sind kostbar. Wir dürfen nicht dulden, dass sie der Neugier von Ignoranten zum Opfer fallen. Wenigstens sind wir uns jetzt mal einig, Traherne. Diesen Kobolden werden wir es zeigen. Wir beide gemeinsam. Wir retten so viele, wie wir können. Malomedis haben sie furchtbar zugerichtet. Ich hoffe, diesmal sind sie sanfter. Den Tag, an dem sie uns beiden begegnen, vergessen sie nie. Ist das Scarlet dort? Verdammt! Da war gerade links an so einer Apparatur Scarlet, glaube ich. Oder zumindest eine Silvari, die so aussah. Wow, okay. Was ist passiert? Was habt ihr gesehen? Ich war Kaith vor mehr als 20 Jahren. Faulein und Traherne waren auch da. Die Anführerin des Albtraumhofs? Es muss faszinierend gewesen sein, zu hören, wie sie damals interagiert haben. Ich bin neidisch. Aber habt ihr etwas erfahren, das uns bei der Suche nach Kaith helfen kann? Es war wie junge Hirsche beim Spielen zuzusehen und sie haben Metrika erwähnt. Die Provinz Metrika? Die Gegend ist voller Asura. Wieso wollten sie dorthin? Sie verfolgten einige Kobolde, die eine Gruppe von Zweitgeborenen entführt hatten. Kobolde? Aha. Rox erwartet mich zum Schwerttraining. Ich lasse sie besser wissen, dass ich nicht kommen werde. Dauert nicht lange. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Seht euch vor. Ah, okay. Ich muss sagen, okay, kleine Belohnung. Das Ganze jetzt hat mir sehr gut gefallen, weil sie jetzt so eine Cutscene hatten
Und wir viel mehr nun Interaktion gesehen haben zwischen den Silvaris in dieser Cutscene, wo auch viele geredet haben. Das haben sie einfach ziemlich cool inszeniert. Und auch wenn sie sowas häufiger bringen würden, wäre das Ganze wahrscheinlich auch nochmal eine ganze Ecke interessanter, anstatt dass ich das Ganze reden muss. So haben die jetzt wirklich einen Großteil der Dialoge selbst geführt, die Silvari. Das fand ich ziemlich nett. Und ja, dann schauen wir mal nach ein paar Asura in der Provinz Metrika. Vielleicht können wir die ja verkloppen. Also, nicht als Norn, sondern mit der nächsten Saat. Naja, wir werden sehen. Bis dann, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.